Rund 100 Tage im Jahr verbringt der 41-jährige Alphirte Florian Karg in den Bergen rund um das Hintersteiner Tal bei Bad Hindelang. Die Gegend gilt als einer der urtümlichsten Landstriche Bayerns. Ihre Wiesen blütenreich und vielfältig. Florian ist nicht allein mit seinen Tieren. Den größten Teil des Sommers hilft ihm seine Familie. Ja, endlich bist du da. Schön. Seine Frau Heidi und die vier Kinder haben in den letzten Jahren auch die Sommer hier über dem Hintersteiner Tal verbracht. Auf den ersten Blick ein Idyll. Als wäre gerade Heidi aus Johanna Spüris Roman vorbeigesprungen. Jetzt kommen die ersten Kühe. Von weit her werden sie zu Florian an den Fuß des Weidegebiets gebracht. Benjamin und Johannes bringen die Schellen für die Tiere. Die Schellen helfen Florian, die Herde zu überwachen. Ab sofort ist er verantwortlich. Also erstens einmal ist man neugierig, was kriegt man für Tiere? Wen kennt man schon von den Tieren? Wer war schon da? Das muss ich obacht geben, die, weißt, die kennt kein Fahrrad hier. Und dann ist es am Anfang immer eine große Unruhe in der Herde, auch bis die Rangordnung hergestellt wird. Also da gehört schon eine erhöhte Aufmerksamkeit auch her. Insgesamt gut 100 Jungrinder werden von verschiedenen Bauern aus dem Alpenvorland gebracht, um die Wiesen der Alpe Plättele abzugrasen. Tiere, die noch kein Kalb gehabt haben, keine Milch geben. Denn für Milchwirtschaft dort oben fehlt die Ausstattung. Florian stimmt sich nochmal mit den Bauern ab. Der Austausch ist wichtig. Immer weniger Tiere erleben einen Sommer auf Bergweiden. Die Hightech-Landwirtschaft funktioniert auch ohne sie. Aber ohne Vieh gibt es keine Alpwirtschaft. Bergrücken um Bergrücken flammt auf im Licht der aufgehenden Sonne. Die Hütte Rotenten liegt noch im Schatten, während die dahinterliegenden Gipfel zu leuchten beginnen. Der morgendliche Melkruf steht an. Er gilt der einzigen Milchkuh, die Florian mit hier hinaufgenommen hat. Wie alle anderen Tiere hat sie irgendwo in den Hängen rund um die Hütte übernachtet und muss jetzt gemolken werden. Die Alte, wie Florian sie nennt, ist ein Prachtexemplar einer bergtauglichen Kuh. Ein Tiroler Grauvieh. Diese Rasse wurde eben nicht so hoch gezüchtet, dass sie den Stall im Tal sicherheitshalber nicht mehr verlassen sollte. Die Alte steht da schon im Stall. Sie gehört fast zur Familie. Die Kuh ist jetzt 10 Jahre alt. Sie hat unser Vater zum 60. als Kalb bekommen. Und seitdem begleitet die uns hier Sommer für Sommer. Wir hängen sehr an ihr. Das ist für uns eine ganz wertvolle Dame. Treu. Florian steigt mit den älteren Kindern auf zu den Weideflächen. Gemeinsam mit dem Junghirten Jonas, der auch einen Teil des Sommers hier verbringt, geht es heute in die Steilhänge direkt über der Hütte. Solche Hänge prägen die Berge über dem Hintersteiner Tal, einer der urtümlichsten Landschaften Bayerns. Doch die steilen Hänge sind gefährlich. Laut Statistik verunglückt jährlich eines von 100 Rindern auf der Alp. Erst letztes Jahr verletzte sich eins der Tiere von Florian und musste mit dem Hubschrauber abtransportiert werden. Und auch in den Jahren vorher gab es Zwischenfälle. Florian kennt die Risiken. Abrutschen können sie, wenn die Weide einfach zu nass auch ist, weil es ein Steilhang ist. Haben wir auch schon gehabt, Knochenbrüche.
dann Steinschlag ist sehr gefährlich, besteht dann die Gefahr durch innere Verletzungen, wenn es ein Tier dementsprechend trifft. Gibt genügend. Doch diese Gefahr beim Abweiden der steilen Wiesen muss Florian in Kauf nehmen. Denn die Pflege dieser Hänge dient nicht nur dem schönen Foto im Tourismusprospekt. Der Einsatz lohnt sich sogar in mehrfacher Hinsicht. Also wir gehen hier hoch, weil das ein sehr kräuterreiches Futter ist, sehr gesund für das Vieh. Das ist der erste Grund. Der zweite Grund wäre, wenn man das nicht mehr beweidet, dann verbuscht es mit den Jahren. Und die Lawinen haben hier eine Handhabe, dass sie die ganze Grasnarbe mit der Zeit wieder abreißen. Also es vermurt und wird einfach die Landschaft zerstört damit. Es ist Landschaftspflege, auch nebst dem Vieh. Heute heißt es besonders früh aufstehen für die Tiere auf der Alpe Plättele. Florian will die Herde heute auf den höchsten Punkt des Weidegebiets bringen. Auch der Hirtennachwuchs muss die Tiere in Bewegung halten. Denn das Ziel liegt ziemlich genau auf 2000 Metern Höhe über dem Meer. Ein anstrengendes Stück Weg für die mehrere hundert Kilo schweren Vierbeiner. Nach einem langen Aufstieg ist das Ziel erreicht. Der steile Anstieg wird belohnt. Bis nach Vorarlberg in Österreich hinein reicht der Blick an Tagen wie diesen. Also hier sind wir einfach am liebsten vom ganzen Sommer. Das ist der höchste Punkt mit dem Vieh, die schönste Aussicht und eigentlich die beste Weide noch dazu. Also alles ist rundum zufrieden. Florian hat dieses Leben bewusst gewählt. Schon sein Vater war Hirte und er selbst hat seine Kindheit hier verbracht. Doch dann lebte Florian in der Großstadt und arbeitete als Sänger im klassischen Fach. Vor 10 Jahren kam er endgültig zurück. Der Grund? Man ist in den Bergen frei. Wenn man das hier mal kennengelernt hat, ich denke, dann zieht es einen immer wieder zurück. Die Berge haben eine ganz besondere Anziehungskraft und man ist hier mehr geerdet als unten im Tal, wo alles in Hektik verfällt und man lebt mit dem Tag. Das Ende des Alpsommers über dem Hintersteiner Tal naht. Florian hat sein Vieh heruntergetrieben auf die Wiesen in Talnähe. Sie wären nicht hier, wenn es keine Subventionen gäbe. Die Genossenschaft, die Florian beschäftigt, bekommt Geld dafür aus Brüssel. Nur deshalb kann der Hirte seine Arbeit noch tun. Und die möchte er auch weitermachen. Nicht nur um zu zeigen, dass es Alternativen gibt zur industrialisierten Landwirtschaft, wo Kühe mehr Maschinen sind als Tiere. Also wir betreiben hier extensive Landwirtschaft und der Vorteil für die Landwirte ist, dass sie widerstandsfähiges, einfach auch robustes, gesundes Vieh zurückbekommen, abgesehen davon, dass sie Futter sparen und Arbeit in den 100 Tagen, die Tiere gealbt werden. Und unsere Hoffnung ist einfach auch, dass die Wertschätzung für die Tiere, wie wir sie hier pflegen, bei den Landwirten auch wieder ins Bewusstsein rückt.